Genau, da sind wir jetzt Marketing. Und zwar, welche Marketingmaßnahmen findest du denn für Einsteiger am sinnvollsten? Oh, posten, machen, posten, machen, posten, machen. Also zeigen, was man kann, was man hat, was man... ich würde auf jeden Fall auch immer empfehlen, nur das zu machen, worauf man wirklich Lust hat. Nie das zu machen, was andere einem sagen, was man tun soll. Eine Zielgruppe anzusprechen. Also irgendwie das zu tun, auf was man Lust hat und damit Leute zu begeistern. Ich glaube, das ist die beste Marketingstrategie, die es geben kann. Sehr cool. Hast du deine Zielgruppe denn schon mal definiert? Ich für mich? Mhm. Ja. Also wir haben ganz viel junges Klientel. Ja, also 20 bis 30, manchmal auch ein bisschen höher, aber eher jüngeres Klientel. Wir sprechen ganz viel freie Trauungen auch an. Viel, es sind eher immer die Leute, die Wert auf Qualität anstatt auf Quantität legen. Also die wollen dann eher immer so dieses Kürzere und es soll halt viel, viel dann drin sein in diesem Kurzen. Und auch Leute, die auf was Zusammenhängendes stehen. Also bei uns ist es so, dass das Endprodukt, die Fotos und die Videos, die passen einfach immer sehr gut zusammen und das ergänzt sich auch immer sehr gut. Und wenn man beides anguckt, dann sieht man das ja auch, dass wir da beide irgendwie ähnlich denken und ähnlich irgendwie die Geschichte erzählen. Und ich glaube, das sind schon auch, also es ist wirklich so dieses jüngere Klientel, für die dieses Moderne oder diese neue Art von Videografie dann auch interessant ist. Also das heißt, du hast keinen richtigen Avatar, wo du sagst, Melanie, 23 Jahre alt, Bürokauffrau, sondern du hast einfach gesagt, das ist ungefähr unsere Gruppe. Von bis. Ja. Wie bereitest du dich denn auf Kundengespräche vor? Also vorher ist mir es ist immer wichtig für uns beide, für meine Frau wie für mich, dass die Anfrage auch dementsprechend ist. Also eine Anfrage über eine Preisliste mag ich nicht so gern. Ja, ich habe es gerne, wenn man nachfragt, ob man an diesem Tag noch Zeit hat oder dass die, klar, wer hört es nicht gerne, ja, dass die Arbeit gefällt. So. Also so dieses, und das ist so der erste Schritt für mich überhaupt ins Kundengespräch reinzugehen. Und dann, man merkt ja dann ziemlich schnell, ob das auch passt, ja, ob die Hochzeit zu uns passt und ob die Verbindung passt und die Kommunikation am Anfang. Und dann gehen wir relativ unvorbereitet in dieses Gespräch rein. Also wir versuchen da so authentisch wie möglich dann zu erzählen, was wir machen. Und die Leute sehen ja das ja dann auch, wie wir arbeiten. Und für die ist es eigentlich schon relativ klar von Anfang an, dass die uns dann wollen, wenn sie uns dann so anfragen oder wenn wir schon im Kontakt sind. Und dann ist uns ein kontinuierlicher Kontakt über die komplette Zeit, also bis hin zur Hochzeit und manchmal sogar nach der Hochzeit sehr, sehr wichtig. Also wir haben zu vielen von unseren Paaren auch mittlerweile ein freundschaftliches Verhältnis. Ja, schön. So sollte es sein, sehr cool. Wie überzeugst du denn deine Kunden von deiner Arbeit? Also ich habe schon viel gesehen, die gesagt haben hier, da könnt ihr euch melden, die machen gute Videos und also das sind ja die Referenzen, die du dann später kommst. Aber jetzt habe ich auch schon mal in der Facebook-Gruppe auch schon mal gesehen, dass du gesagt hast, hör mal zu, wenn du das haben möchtest an Leistungen, dann kommst du mit 1000 Euro jetzt nicht so weit bei uns. Wie überzeugst du, wenn du sagst, du hast jetzt eine Hochzeit, wo du sagst, die würde ich schon gerne haben, das ist ein hübsches Pärchen, das ist eine geile Location und da würde ich schon gerne mal einen Film von machen. Wie überzeugst du dir denn von deiner Arbeit und deiner Leistung? Ich hebe das vor, was wir tun oder was ich tue. Ich versuche das nochmal so transparent wie möglich zu machen, wie wir arbeiten. Viele sagen auch so auf Hochzeit, oh, ihr habt ja euch im Hintergrund gehalten und das kam ziemlich gut bei den Gästen an. Und das ist auch nochmal was wir eben hervorheben, dass wir uns ziemlich, also
sehr im Hintergrund halten bei Hochzeiten und uns da nicht in den Vordergrund drängen, auch so wenig wie möglich auffallen wollen, um eben auch echte Emotionen einfangen zu können dann am Ende, um so wenig wie möglich einzugreifen, auch ins Geschehen, mögen es nicht irgendwie was nachzustellen. Genau, also das ist so ein Punkt. Die Kommunikation ist da ein ganz, ganz wichtiger Faktor, einfach alles nochmal transparent zu machen, was gibt es bei uns, auch unsere Stärken nochmal rauszuarbeiten, dass wir eben Geschichte erzählen und dass wir viel mit Emotionen arbeiten und dass wir eben was fürs Leben schaffen wollen und eben nicht nur eine Reportage von einem 2-Stunden-Film, den man vielleicht in 10 Jahren überhaupt gar nicht mehr anschauen mag. So, das ist also unsere Überzeugung und der Rest, denke ich, kommt dann von den Paaren selber. Also ich muss ehrlich sagen, ich musste nie wirklich überzeugen. Also es war dann immer so, entweder hat es gepasst oder es hat halt nicht gepasst. Cool. Wie berechnest du deinen Preis? Da sind wir beim Thema. Wie berechne ich meinen Preis? Also ich habe ja ganz, ganz am Anfang, wo ich mit Hochzeitsvideografie angefangen habe, da habe ich mit einem Freund zusammengearbeitet und wir haben wirklich unterirdisch angefangen. Also das war jenseits von Gut und Böse. Wir haben auch Hochzeiten dementsprechend gehabt, die dann, ja, wo die Wertschätzung einfach dann nicht da war und dann haben die Leute gesagt, hey, du musst hochgehen mit dem Preis. So, ja. Und dann sind wir mal irgendwie so drastisch mit dem Preis hochgegangen und ja, die Leute haben es trotzdem noch gebucht, es wurde weniger, aber die Leute haben es gebucht und wir haben gemerkt, irgendwie es kommt weniger Gemecker und es gibt immer mehr Leute, die gar nicht mehr so auf den Preis schauen, sondern die wollen eben dieses Produkt haben. Die Paare haben sich verändert, die Anfragen haben sich verändert und wir dachten so, ups, okay, es tut sich irgendwie was, also es hat sich irgendwas verändert und mittlerweile ist es so, dass wir, also wir haben uns dann eben auch hingesetzt und haben geguckt dann vor circa 3 Jahren, wo wir dann auch kalkuliert haben, was brauchen wir denn, um unseren Lebensunterhalt so zu halten, dass wir gut leben, dass wir aber trotzdem noch genug Freizeit haben, dass wir Hochzeiten haben. Ja, wir wollen ja auch nicht nur 5 Hochzeiten im Jahr haben, sondern wollen ja auch irgendwie das machen, worauf wir Lust haben. Und ja, dadurch sind wir eben dann auf einen gewissen Preis gekommen, den wir jetzt halbjährlich immer steigern. Also Halbjährlich ich weiß nicht, steigern. du hattest ja damals einen Preis bekommen, vielleicht ist der ja mittlerweile auch wieder höher. Das weiß ich ja nicht. Okay, ne, ich finde es ja sinnvoll. Ich meine, du verbesserst dich, du lernst dazu, da ist ja der Preis völlig gerechtfertigt. Also, ich finde das ja auch völlig, völlig legitim. Darf man fragen, was du jetzt nimmst für ein Hochzeitsvideo? Ich spreche ungern über Preise, muss ich Alles dir klar. ehrlich Nein, sagen. ist alles gut, alles gut. Hast du einen YouTube-Kanal? Nein, ich habe einen Vimeo-Kanal. Also wir haben einen Vimeo-Kanal und das sind zum Großteil meine Filme drauf. Nicht alle. Also wir haben auch gesagt, eben, dass wir einfach nicht alles veröffentlichen wollen. Wir wollen eben nur diese Dinge veröffentlichen wollen, wollen wir nur veröffentlichen, wo wir sagen, okay, diese Paare wollen wir auch ansprechen. So, zu solchen Paaren würden wir, so ist es mit den Fotos auch. Wir veröffentlichen wirklich nur Fotoreportagen, wo wir sagen, okay, das ist so die Zielgruppe, die wir ansprechen wollen. Das sind auch die Hochzeiten, die wir ansprechen wollen, wo wir eben was transportieren. Heißt nicht, dass der Film oder die Reportage weniger gut ist, sondern dass wir eben in eine Richtung gehen wollen und ja, war für uns einfach zielführend, dann mit dem auch zu werben. Macht Sinn. Und warum kein YouTube? Warum kein YouTube? Weil ich nie auf Follower gezählt habe, weil ich die Qualität bei Vimeo immer besser fand. Ja, ist So, das so. sind so die 2 Hauptmerkmale. Ich fand das Layout von Vimeo schöner. Ja. Ein Instagram-Account hast du wahrscheinlich auch mit deiner Frau, oder? Ja, genau. Instagram.com/Nati und Sascha. Gut. Jetzt sind wir am Ende. Schnellfragerunde. Ich würde gerne, dass du gerne folgende Sätze einfach ergänzt. Bist du bereit? Jawohl. Deine drei besten Tipps für eine erfolgreiche Videoproduktion sind? Gute Kommunikation, Emotionen transportieren, zufrieden am Ende sein. Wenn du deine Kamera selbst zusammenbauen könntest, welche Fähigkeiten hätten sie?
200 Frames pro Sekunde, hohe Lichtempfindlichkeit, Vollformat, leicht und klein. Dein Lieblingsbuch ist? Puh, da hast du mich, ich lese nicht. Dein Lieblingszitat ist? Only God can judge me. Nochmal? Only God can judge me. Nur Gott kann über mich richten. In 5 Jahren werden Videos? Noch eine größere Rolle spielen als heute. Dein Vorbild ist? In Bezug auf Video. Riccardo Fasoli. Wenn man dich erreichen möchte, deine Webseite heißt? www.natiundsascha.de. Tipptopp, super. Ich danke dir, Sascha, vielmals, dass du dir Zeit genommen hast, bei mir heute Abend hier zu sitzen, anstatt auf Netflix Serien zu gucken und Zeit mit deiner Frau zu verbringen. Das mache ich jetzt Danke aber dir auch auch noch. nochmal. Ja. Ja, wir gehen jetzt auch, wir haben auch schon ein Date, meine Frau und ich. Wir müssen jetzt nämlich Prison Break weitergucken. Das wird ziemlich Okay. spannend. Ich werde mich jetzt, denke ich mal, also die Nadja, die, mit der ich den Workshop mache, die hat mir The Fall empfohlen. Und den, da werde ich jetzt mal anfangen. The Fall, okay, alles klar. Wir haben Fall, so ja. viel auf unserer Liste. Aber The Dark Ja. möchte ich nicht gucken, weil da geht es ja, glaube ich, um Kinder, die verschwinden. Und Ja. deswegen, das muss nicht sein. Ja. Ja. Da, ich meine, du bist ja selber Familienpapa. Hast du da nicht so, nee, das muss ich mir nicht angucken? Ich muss ehrlich sagen, ich wusste am Anfang nicht, um was es ging. Ich habe auch nicht gelesen, um was es ging. Ich dachte nur so, ich habe so die erste Folge gesehen und dann dachte ich so, wow, da haben die Deutschen doch echt mal eine Produktion hingekriegt, die annähernd an das rankommt, was die anderen gerade machen. Ja, Ja. das stimmt, das stimmt. Ja, cool. Vielen, vielen Dank und danke dir. Sehr, sehr gerne. Ich danke dir.